genau das, wovon ich rede. Mit Fiend liefert Travis Scott die lang erwartete Kombo mit Playboi Carti. Verdient der Track seinen Hype? Für uns ein klares Nein. Auch wenn Travis hier mit seinem Sound experimentiert, überzeugt uns das Ergebnis nicht. Der Beat ist super minimalistisch und klingt wie die Beatleichen aus den Anfängen jedes Beat-Producers, die Gott sei Dank nie das Tageslicht erblickt haben. Auf der Melo-Seite liefert er die gewohnten ausgelutschten Synth-Leads. Das Drum-Pattern will auf Krampf ungewöhnlich sein, gibt aber keinen echten Turn-Up, da es arrhythmisch und unfertig wirkt. Den Rest gibt dem Beat die Rimshot-Clap mit Echo-Effekt, die im sowieso mit halb übersteuerten Track komplett fehl am Platz ist. Mit sehr viel Liebe maximal eine 3 von 10. Auf der Flow-Seite überrascht Fiend auch nicht wirklich. Gemessen an starken Travis- oder Drake-Tracks, so wie Meltdown zum Beispiel, ist das hier eine schwache Performance. Die Parts wirken lieblos und ohne wirklichen Zusammenhang eingepuncht. In der Mitte des Tracks scheinen selbst die beiden keinen Bock mehr zu haben und es kommen nur noch random Adlibs, bevor es in den finalen, gelangweilten, wirkenden Cardi-Part geht. Die Hook ist die Kirsche auf der Sahnetorte der Einfallslosigkeit und daher kriegen die Flows von uns eine 4 von 10. Der Vibe catcht wohl nur Hardcore-Travis und Cardi-Fans, die wohl eher nur die Combo an sich feiern als das Ergebnis. Vielleicht sind wir aber noch nicht deprimiert genug, als dass wir den Tune fühlen. Von Storytelling kann hier jedenfalls nicht die Rede sein, da der Track inhaltlich wirklich nichts als Phrasen bietet. Für uns mit 3 von 10 not really a vibe. Im Ergebnis ist Fiend ein reiner Mood-Track, den man kein zweites Mal hören muss, da er künstlerisch zu flach ist, um dabei neue Facetten zu entdecken. Der Track wirkt, als hätten Travis und Cardi ihn an einem Montagnachmittag recorded. Für uns eine klare Enttäuschung, da wir von dieser Combo nach so langer Wartezeit einen echten Banger erwartet haben. Unterm Strich daher von uns eine 3,5. Teilst du unsere Meinung oder siehst du es komplett anders? Dann schreib's uns in die Kommentare. Du möchtest wissen, welche Tracks straight up fire oder trash sind? Dann folg uns für mehr. Straight up!